Hallo Freunde von Apple, willkommen zu meinem ersten App-Review hier auf YouTube. Habt ihr euch auch schon mal geärgert, dass in der Mitteilungszentrale nicht wirklich viele Informationen über eure Termine oder Erinnerungen zu finden sind? Das höchste der Gefühle vielleicht, dass der morgige Tag angezeigt wird, aber auch nicht mit sehr viel Informationen. Wollt ihr wissen, was die Woche an Terminen oder Erinnerungen ansteht, müsst ihr die jeweilige App dazu öffnen. Also das Ganze ist von Apple nicht besonders gut gelöst. Sehr gute Alternativen sind hier zum einen Basical wie auch Fantastical 2. Neben einer iOS-App habt ihr hier auf dem Mac die Erinnerung im Kalender mit integriert. Ihr habt ein Widget in der Mitteilungszentrale, eine Übersicht in der Menübar, doch jeweils mit 49,99 Euro viel zu teuer. Für nur ein Fünftel des Preises gibt es eine App, mit der ihr bequem über einen Shortcut eine ganz simple Übersicht über eure Termine und Erinnerungen aufrufen könnt für die nächsten Wochen und Monate. Das Anlegen der Erinnerungen und der Termine ist genauso wie bei den Apple-eigenen Apps. Ihr könnt die Diktierfunktion nutzen. Ihr habt eine integrierte Kartenfunktion. Ansonsten alle Eingaben sind genauso wie auch unter Apple. Ihr habt euren iCloud-Kalender, könnt auch andere Kalender hinzufügen. Genau diese App, nämlich Calendar 366 Plus, möchte ich euch in dem heutigen Review vorstellen. Habt ihr die App, ich spreche es jetzt mal deutsch aus, Kalender 366 Plus installiert, bekommt ihr hier oben in der Menübar ein Icon. Mit einem Klick öffnet sich die Übersicht. Wenn ihr das Ganze wieder schließen wollt, dann einfach hier auf den Schreibtisch geklickt. Wollt ihr die Übersicht dauerhaft auf eurem Schreibtisch haben, dann einfach nach dem Öffnen mit gedrückter linker Maustaste die Übersicht hier auf dem Schreibtisch verschieben. Ihr seht, wenn ihr dann hier klickt, also die bleibt auch geöffnet. Wollt ihr das Ganze schließen, dann hier oben links auf das kleine X. Wenn ihr mit Shortcuts arbeiten wollt, dann der kleine Tipp, geht mit dem Cursor hier auf die verschiedenen Icons und die entsprechenden Shortcuts werden euch dann eingeblendet. Ich öffne zunächst mal hier die allgemeinen Einstellungen und lege mir als erstes mal einen Shortcut, also einen Tastaturkurzbefehl an, um die Übersicht schneller starten zu können. Voraussetzung hierfür ist ein Neustarten von Kalender 366 Plus. Und wenn ich jetzt hier den Shortcut anwende, öffnet sich die Übersicht. Möchte ich die geschlossen haben, kann ich ebenfalls wieder den Shortcut verwenden. Starten beim Einloggen ist selbstverständlich aktiviert. Als nächstes habe ich hier den Punkt Fenster automatisch öffnen. Das finde ich eine sehr gut durchdachte Funktion. Und zwar kann ich hier einstellen, wie lange Kalender 366 Plus, also die Übersicht, eingeblendet sein soll, wenn ich meinen Mac neu starte. Somit habe ich immer eine Übersicht über die laufenden Termine und Erinnerungen. Als nächsten Punkt habe ich hier beim Öffnen den heutigen Tag selektieren. Das hat die Bewandtnis, wenn ich jetzt hier an einem anderen Tag, dem 27. einen Termin setze, würde die Übersicht schließen, bleibt der auch bestehen. Ich kann das abändern, indem ich hier oben auf heute gehe, wie ihr das vielleicht auch schon kennt. Das Ganze kann ich mir sparen, indem ich hier diesen Menüpunkt aktiviere. Das heißt, beim Neustart springt dann das Ganze immer auf das heutige Datum. Ordnungsdienste und Karten aktivieren. Dazu muss ich die Einstellungen öffnen und hier unter Ordnungsdiensten dann entsprechend mein Häkchen setzen und das über die Systemeinstellungen genehmigen. Das gleiche gilt hier auch für den Menüpunkt Kalender und Erinnerungen, damit hier eine Synchronisation auch mit meinen iOS-Geräten funktioniert, muss hier jeweils der Haken gesetzt sein. Wieder zurück in die Einstellungen habe ich dann die Auswahl zwischen Apple Maps, Google Maps und OpenStreetMaps. Bei der Kartenansicht, ich lasse hier mal Apple Maps eingestellt und als nächstes der Punkt ein schnelles Erstellen von Terminen und Erinnerungen. Einen Termin oder eine Erinnerung rufe ich hier über das Pluszeichen auf und kann hier sehr ausführliche Angaben machen zum Datum, Uhrzeit, Ort. Möchte ich aber einfach nur schnell einen Termin anlegen, dann aktiviere ich hier die beiden Kästchen und kann dann hier mit der Diktierfunktion einfach sagen, morgen um 19 Uhr Kino und habe dann ganz schnell hier meinen Termin erfasst und eingetragen. Leider gibt es hier keinen Shortcut, um das Ganze zu wechseln. Das wäre vielleicht etwas, was der Entwickler noch einfügen müsste. Kommen wir nochmal zur Terminerstellung.
Hier habe ich eine Grundeinstellung von einer Dauer von 30 Minuten. Das könnt ihr hier auch individuell ändern auf eine Stunde oder zwei Stunden, je nachdem, wie für euch das angenehm ist. Als nächstes hier beim Erscheinungsbild habe ich einmal eine Light-Funktion, dann einen Dark-Modus, ähnlich wie auch bei dem System vom Apple. Und ich muss die App jeweils neu starten, um hier einen anderen Hintergrund zu erstellen. Das Ganze ginge jetzt auch noch etwas dunkler. Ich gehe aber mal hier auf die Systemstandards, weil ich habe ja eben noch mit dem Dark-Modus auch die weiße Menübar. Und wenn ich jetzt hier über die Systemeinstellungen gehe und auch meine Menübar auf den Dark-Modus umstelle, die App dann anschließend neu starte, habe ich das hier dann einheitlich, die Menübar dunkel, wie auch die Übersicht vom Kalender 366 Plus. Dann habe ich jetzt hier bei dem Erscheinungsbild noch Fensteranimation aktivieren. Das heißt einfach, das Fenster wird hier animiert eingeblendet. Das lasse ich mal, das sieht ganz schön aus. Und als nächstes hier seht ihr, dass da die Kalender- oder Terminübersicht hier oben sehr einheitlich gehalten wird. Wenn ihr dann hier unter Kalender einmal Kalenderwochenanzeigen aktiviert und Wochenende hervorheben, seht ihr auf der linken Seite die Kalenderwochen und auch die Wochenende sind leicht gräulich hervorgehoben. Dann habe ich als nächstes Termine und Erinnerungen. Dort mache ich einmal den Punkt Termine und Erinnerungen hervorheben. Das seht ihr später noch. Das ist dann einfach nur mit dem Cursor auf die einzelnen Termine hier unten gehen und dann werden die farblich hervorgehoben. Das nächste, ihr habt als Übersicht hier einmal die Termine, wenn ihr hier unten hingeht, die Erinnerungen. Das heißt, ihr müsst immer zwischen diesen beiden Punkten springen. Wenn ihr hier Erinnerungen mit Terminen anzeigen aktiviert, ist beides kombiniert. Ihr habt hier sowohl die Erinnerungen angezeigt als auch die Termine. Das ist meine bevorzugte Einstellung, kann ich eigentlich nur empfehlen. Als nächstes überfällige Erinnerungen anzeigen. Das mache ich mal, das aktiviere ich, falls ich mal was vergesse. Termine anzeigen habe ich hier für 6 Monate eingestellt. Das heißt, ich kann hier in dem Feld nach unten scrollen für die nächsten 6 Monate. Ich kann das Ganze aber auch auf eine Woche beschränken und wenn ich das jetzt hier wieder öffne, seht ihr, dass mir hier jetzt also nur die nächste Woche angezeigt wird. Ist für den einen oder anderen auch etwas übersichtlicher. Dann haben wir hier als nächstes Erinnerungen nach 3 Sekunden beenden. Da kann ich hier eine Zeitverzögerung einstellen, um jetzt etwas zu löschen. Einfach darauf klicken, auf Löschen gehen, das Ganze bestätigen und schon habt ihr eure Erinnerung gelöscht. Natürlich könnt ihr das hier auch wie bei Apple gewohnt mit einer Swipe-Geste machen, mit einem etwas leichteren Swipe, dann auf Löschen klicken oder ihr macht den Swipe etwas fester und ihr bestätigt das Ganze gleich mit Ja. Als nächstes kommen wir dann hier auf die Übersicht Kalender. Das heißt, ihr könnt zum einen hier mit den Häkchen sagen, welcher Kalender soll euch angezeigt werden. Über Konten verwalten könnt ihr neue Kalender hinzufügen. Das Ganze geht natürlich auch über den Apple-Kalender. Wenn ihr dort anderweitige Kalender mit eingefügt habt, erscheinen die dann auch hier in der Übersicht. Wie gesagt, einfach mit den Häkchen das aktivieren, was ihr angezeigt bekommen haben möchtet. Als nächstes die Menüleiste, also wie hier oben in der Menübar das Icon angezeigt wird. Wenn ich das hier deaktiviere, dann bekomme ich es jetzt bunt angezeigt, nicht mehr schwarz-weiß. Ich kann noch eine größere Schrift einstellen, das Ganze ein bisschen ausdrucksstärker machen, ist jetzt nicht unbedingt so wichtig für mich. Was aber wichtig ist hier oben, ich kann neben dem Symbol auch Datum und Uhrzeit anblenden lassen. Das heißt, ihr seht jetzt hier Dienstag, 10. Mai 2016, 21:32 Uhr. Das Ganze geht dann auch nochmal hier unten mit einer individuellen Einstellung. Ihr seht, ihr habt hier die verschiedensten Möglichkeiten, euch das anzeigen zu lassen. Ich lasse jetzt einfach mal die Jahreszahl weg, um das kleiner und kompakter zu halten. Dann habt ihr eine weitere Möglichkeit, dass ihr Datum und Zeit mit Symbol einblendet, um einen Bezug dazu zu haben. Das ist allerdings jetzt für mich eigentlich nur Spielerei. Und natürlich habe ich hier ganz unten noch eine sehr nützliche Funktion Benutzer definiert. Vielen Dank dafür an den Entwickler. Blinkende Trennzeichen ist schnell erklärt. Ihr habt hier in der Uhrzeit den Doppelpunkt dann animiert im Sekundentakt. Kann man einstellen, muss man aber nicht unbedingt. Und als letztes dann hier die Information einmal über die Versionsnummer und dann kann ich hier direkt auf die Webseite von Nspector gehen, kann mir dort ganz wichtig
eine Demo-Version für 14 Tage laden. Möchte ich mir die App kaufen, kann ich das hier über die Webseite tun. Und zwar ist die App, wie schon gesagt, nur für ein Fünftel des Preises wie die Konkurrenz zu haben für 9,99 €. Das Ganze ginge natürlich auch über den Mac App Store, auch hier für 9,99 €. Zur Ansicht nochmal, ich kann das Ganze hier unten nochmal in die Länge schieben. Ich kann das auch kompakter anzeigen lassen. Hier oben, diese Pfeile dürften euch bekannt sein. Ihr könnt damit durch die Monate wechseln. Eine sehr gute Funktion ist auch wiederum hier eine Swipe-Gestensteuerung. Das heißt, ich kann hier mit einer Swipe-Geste nach rechts in den Monaten zurückgehen oder auch wieder vorgehen und könnte mir da dann einen Termin setzen. Wenn ich jetzt mit einer Swipe-Geste nach unten gehe, dann gehe ich in den Monaten, in den Jahren der Monate zurück, wie auch vor, und könnte mir ganz bequem jetzt hier im Juni 2018 einen Termin setzen. Ich nehme mal hier den 13. Und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, seht ihr, wird der hier unten auch schon geöffnet und ich kann meine weiteren Angaben machen. Ihr müsst also nicht auf dieses Plus gehen. Ihr könnt das direkt hier oben über den Tag machen. Jetzt habe ich euch die ganze Zeit gezeigt, wie man hier einen Termin anlegen kann. Wollt ihr eine Erinnerung erstellen, dann einfach hier auf das Icon gehen. Ihr wechselt in den Erinnerungsmodus auf das Plus oder den entsprechenden Shortcut Command N und ihr könnt dann bequem eine neue Erinnerung erstellen. Wollt ihr jetzt einen bestimmten Termin suchen, dann geht ihr einfach hier auf diese kleine Lupe. Es öffnet sich dann hier ein kleines Zwischenfeld. Ich möchte meinen Zahnarzttermin suchen, den ich im Juli habe und der wird mir auch relativ zügig hier angezeigt. Am 11. Juli möchte ich jetzt etwas verändern. Einfach darauf klicken, das ist bei den Erinnerungen genauso und dann könnt ihr hier eure Änderungen vornehmen. Um euch die Vorteile von Kalender 366 Plus nochmal aufzuzeigen, habe ich hier auf meinem Mac wie auf dem iPhone auch die Apple Kalender App geöffnet und lege mir jetzt hier über Kalender 366 Plus einfach mal einen Termin an. Ich bleibe hier beim Kino. Treffpunkt soll hier in Berlin sein, am Fernsehturm. Ich habe jetzt hier keine konkrete Straße, gehe also hier auf meine Kartenansicht, habe hier unten links den Fernsehturm. Gehe mit der Stecknadel darauf und habe die Straße mit der Hausnummer entsprechend eingetragen. Jetzt noch den Termin für morgen, den 11. Mai, bestätigen. Dann soll das Ganze um 20 Uhr sein. Einmal Enter gedrückt und ihr seht, ruckzuck, dank der iCloud-Synchronisation, ist dieser Termin also auch auf beiden Geräten vorhanden, vollständig, so wie ich alles eingetragen habe. Die Erinnerungen werden dann über die Apple-eigenen Erinnerungen stattfinden, also da werdet ihr nichts verpassen. Zum Vergleich nochmal hier in der Mitteilungszentrale bekomme ich nur angezeigt, dass ich morgen um 20 Uhr einen Termin habe, ansonsten nichts. Also Kalender 366 Plus ist hier, was die Kalender- und Terminübersicht angeht, eine ganz klar bessere Alternative, auch eine sehr günstige. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass ich so ein kleiner Workflow-Freak bin und zwar nutze ich sehr gerne Better Touch Tool und Keyboard Maestro, habe mir hier mit einer Swipe-Geste ein Kontextmenü angelegt, spare mir damit die Shortcuts, die Klickerei, sondern ein Klick und kann mir hier ganz bequem mit der Diktierfunktion einen Termin anlegen. Wie das Ganze funktioniert, dazu werde ich in den nächsten Tagen ein gesondertes Workflow-Tutorial rausbringen. Wen es also interessiert, einfach mal auf meinen YouTube-Kanal schauen. Dann noch ein Hinweis, also die App ist von mir selber im November letzten Jahres gekauft. Ich werde hier nicht gesponsert. Das, was ich hier euch erzähle, ist meine eigene Überzeugung. Aber ein paar Vögelchen haben hier gezwitschert. Auf der Blogseite von getupdate.de wird es in den nächsten Tagen eine Verlosung geben. Der Entwickler war hier so nett und hat hier 5 Lizenzen von Kalender 366 Plus zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Die Teilnahmebedingungen werdet ihr dort finden. Den Link zur Blogseite bekommt ihr unten in der Infobox. Und dann soll es das hier jetzt gewesen sein. War auch lang genug, aber ich finde, man sollte Apps immer ausführlich vorstellen. Ich vermisse das selber, leider auf YouTube oder in vielen Online-Artikeln. Deswegen also bitte verzeiht etwas länger, aber ihr wisst jetzt wenigstens, was die App alles kann. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und habt einen schönen Tag.